da ist. Es geht sogar bis hin zur Liebe, diese Fanzuneigung. Ist doch eine tolle Sache, wenn man so angehimmelt wird, oder? Geht das manchmal auch auf den Nerv? Nein, das ist ja so, dass die Japaner nie einen nerven. Das ist einfach, die kommen freundlich an und man kann ja da auch schlecht Nein sagen, wenn es ein Autogrammwunsch ist oder so. Verständlicherweise haben wir völliges Unverständnis für diese Schriftzeichen, meine Damen und Herren, die sich hier in der japanischen Tagespresse heute widerspiegeln. Wir sehen den Star der Japaner, Nakata, und Pierre Littbarski können vielleicht mal sagen, was die Schlagzeilen sind heute. Ja, die große Angst ist heute, Nakata, kann er spielen oder nicht? Hier heißt es Nakata. Und Keganuchi ni Hiranai, das heißt also, ich bin unverletzbar. Also der hat volle Power und ist auch der einzige Mann, der absolut mithalten kann. Und da ruhen die Hoffnungen. Das klingt jetzt nach starkem Selbstbewusstsein. Ist das aber so ein bisschen was wie Pfeifen im Walde? Der persönlich hat keinen Mangel an Selbstvertrauen, hat auch wirklich schon seine Qualifikation in Italien bei Perugia und bei Parma erreicht und ist der einzige Spieler, der auch vor Selbstvertrauen strotzt. Die anderen ziehen so ein bisschen mit, aber man hofft natürlich, dass Nakata das Spiel entscheidet heute. Ja, man sagt den Japanern ja so ein kleines Mentalitätsproblem nach, was so ein bisschen Aggressivität angeht und so. Haben die zu viel Respekt? Sind die zu höflich, auch auf dem Feld? Nein, aber sie wissen natürlich noch nicht, wie sie ihre Leistung einschätzen sollen. Sind sie stark genug? Gegen Belgien haben sie schon ein paar ansprechende Passagen gehabt und hätten sie mit zwei anständigen Angreifern gespielt, an dem Tag waren die leider außer Form, dann wäre die Sensation möglich gewesen. Und umso mehr sie an sich glauben, umso besser werden sie. Nun ist